klassischer Spot an der Achthuber. Ich muss es ja auch mal irgendwann testen. Wie ist es denn? Was geht denn dran an dem Störspot? Tja, es wird doch mal Zeit, oder? Endlich mal hier schön am klassischen Störspot. Und ausgelegt hier entspannt auf 17 Meter mit Flusskrebs-Pellets. Pah. Ich bin gespannt, was da geht. Ich bin gerade so in den Abendstunden hier erst angekommen, also so gegen 7, 8 Uhr Ingame-Zeit. Jetzt haben wir 22 Uhr. Ausgeschmissen bzw. zusammengebaut, Futtermische zusammengebaut, rausgejubelt das Ganze. Und ich bin absolut planlos. Vielleicht wird das hier das ultimative Desaster. Wir sehen da hinten mein Boot stehen. Also ich bin extra da vorne irgendwie an Land, dass ich hier nichts irgendwie verscheuche oder so. Und habe mich dann hier entspannt mal hingestellt. Ja, wie gesagt, auf 17 Meter. Ich zubbel mal so ein bisschen. Und da ist jetzt drinne die erste Ladung PVA. Und ja, alle drei Routen mit Pellets Flussmuschel. Ob da jetzt, wie gesagt, was geht, keine Ahnung. Der Spot ist aus dem VK. Wahnsinnig viele Infos standen da nicht zu. Gucken wir mal, ob da was geht. Flussmuschel war aber ja auch schon in der letzten Woche wohl immer wieder ganz aktiv, auch für die Barbe. Und wenn dann da neben der Barbe und dem Sterlet vielleicht noch irgendwie was anderes reinballert, bin ich da doch ganz zufrieden. Bis da was reinballert oder ob da überhaupt was reinballert, keine Ahnung. Ich bin übelst gespannt. Ich würde sagen, wir gucken uns mal das gesamte Setup an. Schauen wir mal eben. So sieht es aus. Genau. Schön mit ja, klassischem Karpfenset, klassische Haarmontage. Einserhaken, also gar nicht so ganz groß. Und dann Flusskrebs-Pellets. Auf dem zweiten Set ist Flusskrebs-Pellet 20 mit drauf hier als zweite Variante. Dip natürlich plus PVA. PVA schauen wir natürlich auch nochmal eben rein. Das hatte ich gerade so zusammengetüdelt. Leinsamen als Basis, Flusskrebs geschreddert. Lehm habe ich mit reingemischt, dass das zum einen ein bisschen länger hält, aber eben auch zum anderen schön auf dem Grund rumjubelt. Und ja, ich hoffe da natürlich auch auf Sterlitz oder sowas in der Art. Das wäre mega. Flusskrebs, Dip mit reingegangen und mit reingemixt und gut ist. Ja, so sieht es aus. Eigentlich schon recht mächtig, würde ich sagen. Und von mir aus kann es losgehen. Komm, einen können wir nochmal auswerfen hier. Einen werfen wir nochmal aus. Auf 17 Meter. Und ich habe einfach straight in die Richtung hier. Zack, ziemlich genau so. 17 Meter. Bisschen absinken lassen. Runter damit. Fertig. That's it. Tja, jetzt heißt es warten und gucken, ob hier richtig was reinballert. Das erste Gezuppel, oder? Ja, das erste Gezuppel. Sehr gut. Ich bin sehr, sehr, sehr gespannt. Was kann reingehen? Klar, Sterlet. Es kann reingehen, vielleicht ein Stör, kleiner. Wildkarpfen natürlich auch. Aralbarbe. Rotauge. Gucken wir mal, ob es abzieht oder nicht. Keine weitere Reaktion. Doch jetzt. Zack. Und geht sogar ein bisschen mit in die Bremse. Kurz anschlagen und dann gib ihm. Was hatten wir aus dem letzten Q&A-Stream gehört? 90%iger Winkel quasi beim Reinziehen. Entweder so oder so seitlich. Ich finde tatsächlich, ich habe es ein bisschen getestet, dieses nach oben ziehen sehr, sehr elegant, weil die Brocken einfach, wenn sie halt gerade schwimmen, nach oben hin einfach am wenigsten Kraft haben. Man zieht die doch erstaunlich gut
nach oben hin raus. Und es wirkt. Also es klappt wirklich gut. Ich muss mich bloß noch ein bisschen dran gewöhnen, weil ich eben häufig immer so zur Seite oder halt zur Seite nach oben gedrillt habe. Und ich werde einfach demnächst immer mal versuchen, auch straight up so nach oben zu halten. Also ohne rechte Maustaste jetzt, sondern einfach so nach oben zu drillen, damit man eben richtig schön hochzieht. Bin ich echt gespannt, ob das so geht. Zack, erstmal wieder raus damit. Erster Fisch. Ich bin super zufrieden. Ich hoffe natürlich nochmal auf einen schönen, mächtigen Drill. Und dann gucken wir mal, was da geht. Oha, da geht einer dran. Und ich würde sagen, das wird auch echt Zeit. Rabams. Das wird auch echt Zeit, die ganze Nacht über nach dem einen Fisch nichts. Und was kommt als nächstes? Ein wunderschöner Aaland. Ich würde sagen, top. Richtig schick. 3,4 Kilo Aaland, Alter. Bisher noch nicht viel anderes. Ob die Futtermische verkehrt ist? Gute Frage. Ihr Störangler und Sterlet- und Barbenangler und so weiter, ihr werdet das wissen. Vielleicht locke ich zu wenig damit. Oder der Spot ist tot oder ich bin zu weit. 17 Meter? Gute Frage. Tja, was macht man also, wenn nicht viel geht? Zum einen natürlich abwarten, weil ich weiß ja nicht, wie es jetzt in den Morgenstunden und am Tag über hier geht. Zum anderen schaut man natürlich nochmal nach, gibt es denn da jemanden, der da noch ein paar Informationen hat? Und Mentnor hatte da einiges mehr schon getestet und auch einen Beitrag im Discord gepostet. Link zum Discord unterm Video. Und ja, ich baue mal ein wenig was um. Und zwar haue ich hier einmal noch auf normale Inline-Montage einen Tauwurm raus. Den Rest lassen wir einfach aber alles so, wie es ist. So, 17 Meter hatte er auch tatsächlich geschrieben. Wir bleiben einfach mal dabei. Zack, weg damit. Vielleicht geht ja auf dem Tauwurm gerade noch was. Mische war auch etwas anders, aber ich glaube nicht so gravierend. Heißt also, abwarten. Na, das war doch gar kein langes Warten. Das ging doch richtig schnell. Und sofort wieder gezuppel auf Doppelpellet, 14er Pellets, also die kleinen. Der ist ja gerade erst rausgeworfen hier, der Tauwurm. Und hier ist auch Doppelpellet dran, genau. Schauen wir mal, was jetzt hier noch drauf geht. Doch, ist sogar schon dran. Ähnliches Verhalten wie gerade eben beim Aaland. Ist es der nächste Aaland? Ja, und zwar ein ganz gewaltiger, oder? Nee, noch besser. Ein ganz gewaltiges Rotauge, wohl. Alter, Vater, ey. Komplett aus dem Leim gegangen schon. Ja, feistes Gerät mit 1,4. Kann man machen. Dafür bastelt man sich, glaube ich, immer gerne PVA und Pellets. Aber ich glaube, auf dem Tauwurm geht auch was, oder? Ja. Tauwurm geht auch ab. Also die Morgenstunden sind es. Die Morgenstunden sind es, die das Ganze wohl interessant machen hier. Und weniger die Nacht. Vielleicht geht jetzt hier noch ein bisschen was rein. Tauwurm einfach auch immer wieder genial hier. Gerade natürlich für Barbe und Co. Und ich glaube, er zieht auch ab. Ja. Okay, mal kurz anschlagen. Und wir können, glaube ich, da ein bisschen mehr in die Bremse gehen. Jawohl. Schön auf entspannt. Und da haben wir doch die erste Aralbarbe. Sehr gut, ey. Nice. Komm ran hier. Auch wichtig hier, schön beim Keschern den Fisch im Wasser keschern. Zack. Und nicht durch die Luft fliegen lassen. Schont das Set. Und das wollen wir doch. Aralbarbe, Alten. Richtig schön mit dem geilen, leicht olivfarbenen Schimmer da drauf. Sehr, sehr cool. Nice. Seltenes Ding. 5,8 Kilo kann man machen. Direkt wieder raus damit. Zack.
Und weiter hoffen auf die dicken Brocken. Ja, und tatsächlich jetzt auch Tauwurm. Zack, auch der Tauwurm aktiv dabei. Sehr schön. Also, weitere Variante. Die ist aber ein bisschen lüder hier, ne? Aber immerhin die Aralbarbe. Komm ran hier. Zack, 2,5. Nächste Aralbarbe. Läuft. Also, Flusskrebs-Pellets. Check. Aralbarbe. Check. Und in der Futtermische, im PVA, gar nichts in Richtung Tauwurm. Heißt also, passt doch ganz gut. Ich denke, diese Lehmvariante ist nochmal ganz wichtig, dass es alles schön kompakt eben auch grundbereichsmäßig ist und vielleicht gar nicht so wild weggeschoben wird und vor allem auch hier in der Strömung natürlich nicht so vielleicht so schnell abgetragen wird. Ich hader gerade so ein bisschen mit der Futtermenge. Ich denke, ich werde gleich mal zwei PVAs abmachen und dann nur noch auf einer Route das PVA dran lassen. Müsste eigentlich reichen. Ja, und es geht weiter. Also jetzt so langsam in, ja, nicht direkt im Minutentakt, aber alle paar Minuten, dass da ein bisschen was reingeht. Das ist doch recht angenehm. Heißt also, nächste Mal spare ich mir erstmal die Nacht und teste direkt hier tagsüber. Auch wieder kleine Aralbarbe, aber immerhin maßig. Jetzt müssen wir hier gucken. Jetzt machen wir das PVA mal ab. Da sollte genug Futter am Spot sein. Ich werfe ja immer da vorne so, man sieht es glaube ich da vorne in diesen Schatten rein. Zack, zack, so hier in diesen Schatten oder in diesen Zwischenbereich zwischen diesen beiden Schatten. Da den Bereich habe ich die ganze Zeit angeworfen auf 17 Meter. Und ich glaube, jetzt so langsam ist es okay. Ist es kohlemäßig okay? Ich denke schon. Ich denke schon. Also für natürlich jetzt hier die Nacht, die war natürlich mau. Aber wenn sich das jetzt den Tag über komplett jetzt so weiterentwickelt, bin ich da übelst zufrieden mit. Ich ziehe jetzt nochmal ein bisschen durch. Hab ja jetzt noch ein bisschen Zeit, also testen wir noch ein bisschen länger. Und dann schalte ich gleich so ganz zum Ende vielleicht nochmal rein. Es sei denn, da geht nochmal ein ganz dicker drauf. Tja, was soll ich sagen? Nichts geht mehr. Absolute Flaute. Entweder Spot überfüttert oder einfach derrt. Keine Ahnung. Wenn du weißt, was hier vielleicht der Fehler war, gerne unten reinschreiben. Der Knackpunkt, warum hier auf einmal Sense war. Wir gucken das mal. Jetzt fängt es an zu bimmeln, Alter. Kannst du nicht ausdenken. 51 Minuten jetzt an dem Spot, okay, die Nacht war natürlich ein bisschen mau, heißt aber nichtsdestotrotz 40 Minuten jetzt an dem Spot, heißt so eine gesamte Tagesphase von hell, von den frühen Morgenstunden bis jetzt in die Abendstunden ungefähr 40 Minuten. Katastrophe, jetzt fängt es erst wieder an zu bimmeln, der erste Fisch nach 26 Minuten, die ganze Zeit nischt. Keine Ahnung, was es war. Hätte ich vielleicht die Futtermische nicht runternehmen sollen? Bei den kleinen Bällchen? Das überlege ich natürlich schon. Oder einfach größeres PVA verwenden? Wäre natürlich auch eine Möglichkeit. Jetzt geht so ein Lüder kleiner nochmal rein. Tja, gute Frage, ey. Die kleinen Dinger, die wollen wir auch nicht haben. Da dann lieber gar kein Fisch als sowas. Also, Köder an sich hätten gerne was liefern können. Größe nochmal, 14er Pellets, alles auf Flusskrebs. Futtermische, komplett auf Flusskrebs. Pah. Kleiner Haken, scheucht auch nicht. Vorfach, ja, könnte man kleiner machen, aber müsste eigentlich auch so gehen. Gutes Dingen, eigentlich ein guter Spot, ein klassischer Spot. Aber jetzt geht's da los, oder was? Alter, ich werde ja weich, ey. Ich werde ja weich. 26 Minuten Flaute. Und jetzt geht hier so ein kleiner Wildi rein. Und auf einmal zuppelt es wieder los. Ob es wirklich an der Futtermische liegt? Ich habe da links und rechts die Futtermischen runtergenommen. Macht es wirklich den großen Unterschied? Aber das Ding willst du ja auch nicht haben hier. Wieder so ein kleiner. Komm mal ran hier allen. 3,6 immerhin. Schwierig das Ganze.
Für mich absolut schwierig. Ich bin viel zu wenig in den letzten 2 Jahren an der Achtuba gewesen. Von daher, ja, gerne mal unten reinschreiben, wie ihr hier vorgeht. Oder wie gesagt, euer Setup auch gerne im Discord posten. Ja, so sieht's halt aus. Wenig effektiv gewesen. Hier wurden übelst die Brocken schon rausgezogen. Ich werde es aber weiter noch testen. Da muss ja irgendwie nochmal was gehen. Wenn das Ganze gefallen hat, Daumen da lassen fürs Video, Kanal abonnieren für die nächsten Videos. Und dann sehen wir uns im nächsten Video oder im Livestream auf Twitch. Montags, Mittwochs und Freitags immer um 19 Uhr. Petri.